Hallo und herzlich willkommen, liebe Steinböcke, bei mir, bei eurer Crazy Owl, zu eurem Zwischenimpuls für den Juli 2023. Ihr wisst, es ist eine allgemeine Legung, Rollen können vertauscht sein, diese Legung ist zeitlos, auch wenn ich sie jetzt für Juli definiert habe, Zeit ist immer fließend. Und ihr schaut die Legung bitte immer in eurer eigenen Verantwortung, wenn es nicht eure Legung ist, liebe Steinböcke, dann macht das auch nicht zu eurer Legung. Wir haben heute das Vice Versa Tarot von Los Garabeo, Erat Aliquando von Yonanda Latura, das Gilded Reverie Lenormand von Ciro Marchetti und natürlich die Faul-Runen am Start. Infos zu den verwendeten Kartendecks und den Runen findet ihr wie immer unten in der Infobox. Wilma ist natürlich auch dabei und jetzt legen wir direkt los, liebe Steinböcke, und schauen mal, welche Energie bei euch gerade im Feld ist. So, gucken wir mal, was haben wir denn bei den Steinböcken für eine Energie im Feld? Wir haben den Ritter der Münzen von der Rückseite. Okay, also Ritter der Münzen ist eine langsame Energie im Erdzeichen. Der Ritter der Münzen ist steht für Beständigkeit, für Ausdauer, für Zuverlässigkeit. Ja, und das wäre der Ritter der Münzen von der Vorderseite. Wir haben ihn hier aber von der Rückseite. Und während der Ritter der Münzen hier auf der Vorderseite genau fokussiert ist auf die Münze, die er in Händen hält, hat dieser Ritter der Münzen hier auf der Rückseite auch diese Münze vor Augen, aber er scheint auch den Horizont wahrzunehmen. Ja, er sieht also schon das Ende, also das Ziel seiner Arbeit. Und das ist für euch vielleicht gerade ganz wichtig, liebe Steinböcke. Vielleicht arbeitet ihr an einem Projekt, ja, wo ihr schon kurz vor der Zielerreichung seid. Ja, und am Horizont seht ihr schon, ja, wohin eure Reise gehen sollt. Ihr habt es schon vor eurem geistigen Auge, wie das dann ist, wenn ihr dieses Projekt oder diese Angelegenheit, an der ihr hier beständig arbeitet, dann wirklich vollendet ist. Schauen wir mal, was hier Erat Aliquando noch ergänzt. Da haben wir den Zyklus. Ja, ich habe gerade noch gesagt, ihr seid kurz vor der Zielerreichung. Dann haben wir das Nein. Sankt Nimmerleinstag. Eine Karte. Okay, dann nehmen wir die zwei, wenn die so präsent rausspringen. Wir haben den Bergkristall und den Storch. Gut, was ergänzt das Lenormand hier noch dazu? Wir haben die Wege. Und den Stern. Okay, also, ich glaube, ne, ihr seht zwar schon, sage ich mal, Licht am Ende des Tunnels mit dem Page der Münzen, der ja hier den Horizont erblickt. Und ihr wisst auch, dass hier kurz, dass ihr kurz vor der Beendigung dieses Zykluses steht, ja, dass ihr kurz vor der Zielerreichung steht, aber irgendwie nehme ich hier so eine gewisse Müdigkeit wahr. Ja, denn ich habe hier so ein, boah, das geht jetzt schon so lange, ja, Nein und Sankt Nimmerleinstag. Das geht jetzt schon so lange, ich weiß nicht, ob das wirklich mal fertig wird. Ja, und da ist mit dem Nein, nehme ich so einen inneren Widerstand in euch wahr, wo ihr vielleicht aber auch einfach nur ein Stück weit ausgelaugt seid, ja, und mit dem Bergkristall hier eigentlich echt Kraft braucht. Ja, das, also diese Situation, Angelegenheit, Projekt, an was ihr da auch immer arbeitet, das zieht sich schon eine ganze Weile. Da habt ihr auch Phasen hinter euch gebracht, wo ihr unter großem Druck standet, ja, und wie der Bergkristall, das ist ja so, dieser Bergkristall, der bricht unter diesem großen Druck, wenn er so im Felsen heranreift, sage ich mal. Und er hat aber diese Gabe, aus diesen Brüchen, diese Brüche selbst zu heilen und dort ganz wunderbare Facetten hervorzubringen.
aber ihr bräuchtet gerade diese Strahlkraft des Bergkristalls, um hier wirklich noch die letzte Durststrecke zu überwinden, die hier mit dem Storch angezeigt ist. Denn bevor ihr dieses Projekt oder diese Angelegenheit, diesen Zyklus hier beenden könnt, gibt es noch etwas, worüber gebrütet werden darf. Hier gibt es noch eine Angelegenheit, die diese positive Veränderung, die ein Storch normalerweise im Lenormand bedeuten würde, verhindert. Denn hier sind noch zwei Eier im Nest, die ausgebrütet werden wollen. Und so können es wirklich zwei Kleinigkeiten sein, ja, wo ihr hier noch wartet, dass da vielleicht eine Entscheidung getroffen wird oder ein anderer Beteiligter, der in einem Projekt involviert ist, hier diese Entscheidung oder die Ressourcen zur Verfügung stellt, die ihr benötigt, was auch immer. Also irgendwas lässt euch da noch so ein bisschen gerade in der Warteposition sein, die so einen Widerstand in euch hervorruft, der sagt, boah nee, wie lange soll denn das jetzt noch dauern? Wie lange muss ich noch warten, bis ich das endlich abschließen kann? Aber seid euch gewiss, hier mit den Wegen und mit dem Stern, ja, Stern ist auch eine Glückskarte oder Erfolgskarte angezeigt, hier wird eine Entscheidung fallen, ja, und der Erfolg und die Anerkennung wird euch mit dem Stern auch sicher sein. Also verlasst euch darauf, haltet noch ein bisschen durch. Ja, ihr seid kurz vor der Zielerreichung, ihr habt das Ziel ja schon im Blick. Also hier ist noch ein bisschen Durchhalten angesagt, dass ihr dann, liebe Steinböcke, auch wirklich dieses Projekt vollenden könnt. Und der Stern steht auch neben der Spiritualität eben auch für den Erfolg und die Anerkennung. Welche Rune begleitet denn diesen Zwischenimpuls für die Steinböcke? Da habe ich sie. Jupp, schau mal, die Jera. Die Jera ist das Ja, das auch von dem Ende eines Zykluses spricht. Ne? So ein Ja ist auch ein Zyklus. Und die Jera ist auch die Spiegelrune. Also schau genau hin, ja, wo vielleicht, wenn du hier mit Ungeduld getriggert bist, wo darfst du hier selbst in den Spiegel blicken? Und die Jera ist auch die Rune der Zuneigung. Also sei vielleicht auch ein bisschen dir selbst zugeneigt, ja, sorg gut für dich. Vielleicht auch der Blick in den Spiegel, um zu erkennen, wenn hier noch eine Entscheidung von anderen hier aussteht, wo du drüber brütest, wann kommt die endlich? Ja, die wird kommen. Also vertrau da darauf, denn die Jera sagt auch den großen Wandel voraus. Also du wirst dieses Projekt, so wie ich das hier liegen habe, erfolgreich abschließen. Das sind nur noch so letzte Stolpersteinchen, die du hier überwinden darfst. Ja, das war euer Zwischenimpuls. Ich freue mich auf eure Kommentare und Feedbacks. Sag auch danke, wenn ihr mir ein Like oder ein Abo dalasst oder mein Video teilt. Fühlt euch umärmelt und gedrückt. Ich sag bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, eure Crazy Owl.